Tuning-Szene Deutschland. Tiefer, breiter, lauter heißt für viele hier das Motto. Wer ist stärker, wer schneller? Das wird auf der Straße geklärt. Wir haben illegales Rennen, wir haben illegales Rennen. Heute Straße in eure Richtung. Macht euch klar, macht euch klar. Ende eines mutmaßlichen Straßenrennens in Berlin. Ein Mensch tot, drei Autos zerfetzt bis zur Unkenntlichkeit. Der Staatsanwalt wird zwei Fahrer wegen Mordes anklagen. Sollen die Raser stoppen. Doch was sie erleben, zeigt, die Szene scheint kaum noch kontrollierbar. Mach an, mach an. Schnell, rechts. Oh, das ist ein Rennen. Das ist ein Rennen. Das Ziel der Beamten, eine Tankstelle im Hamburger Süden. Das Gelände ist Treffpunkt für Besitzer umgebauter und aufgemachter Autos. Cruiser nennt sich die Szene. Junge Männer, die Spaß am Umbau ihrer Autos haben. Dabei bleibt es oft nicht bei breiteren Reifen oder einer besonderen Lackierung. Viele Fahrer machen ihre Autos schneller. Bau zweispurig in beide Richtungen, gerade vor allen Dingen. Und hier werden auch gerne Rennen durchgeführt. Mittlerweile ist es spät am Abend. Am Treffpunkt der Cruiser-Szene sind immer noch etliche junge Fahrer mit ihren Autos. Bisher war die Schicht für die Kommissare Paul und Onasch recht ruhig. Doch das scheint sich zu ändern. Über Funk melden andere Beamte, dass eine ganze Gruppe Cruiser im Gewerbegebiet unterwegs ist. Kommissar Paul fragt nach. Michael von Werra Süd 41, wo ist was mit Cruisern? Er sagt, am Ort Karten vergeben die Hörer nicht mehr. Jetzt kommen gerade Cruiser Porges Ring, wir fahren da mal kurz hin. Ne? Normalerweise ist um diese Zeit hier kein Mensch. Am Ende der Straße stehen jetzt aber etliche Autos. Die Kommissare nähern sich langsam. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Was passiert da, Herr Paul? Es wird wahrscheinlich ein Rennen vorbereitet. Man sortiert sich wahrscheinlich, ne? Die Beamten beobachten die Situation. Etliche Fahrzeuge sind hier und am Straßenrand scheinen Zuschauer auf etwas zu warten. Doch Cruiser, die gegeneinander antreten, sind vorsichtig. Meist halten einige Ausschau nach der Polizei. Momentan läuft hier nicht viel ab, weil wir wahrscheinlich verbrannt sind hier. Aber vorne rechts stehen Personen auf der Straße, also am Straßenrand, als Zuschauer. Aber es findet wahrscheinlich kein Rennen mehr statt hier. Also uns wird gerade vom 41 mit weil man sich entfernt. Bevor ein illegales Straßenrennen startet, wollen die Fahrer sicher sein, dass keine Polizei in der Nähe ist. Kommissar Paul vermutet, dass ihr Auto als Zivilfahrzeug der Polizei erkannt wurde. Ja, so ist das halt, ne? Das ist, ich sag mal, das ist wie ein Spiel, ne? Mal gewinnt man, mal verliert man, ne? Jetzt hatten wir halt Pech, wir waren vielleicht zu früh da. Sonst sind wir ja meistens zu spät da. Das ist halt so, man muss im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Und das waren seine Kollegen vor einigen Wochen. Sie konnten ein illegales Beschleunigungsrennen filmen. Auf kurzer Strecke treten die Fahrer dabei gegeneinander an. Da hinten sieht man jetzt die Fußgänger, ganz hinten, die Fahrbahn überqueren. Die warten jetzt praktisch, dass die Fahrzeuge kommen. Zwei Fahrer nebeneinander, dann geben sie Vollgas. Wir haben illegales Rennen, wir haben illegales Rennen. Heute Straße in eure Richtung. Macht euch klar, macht euch klar. Die Sportwagen rasen nebeneinander die Straße entlang. Die Polizei im Videowagen kommt kaum hinterher. Hier unten sehen Sie die Geschwindigkeit von den Kollegen. Man beschleunigt also auf über 130, über 140 km/h. So sieht dann ein Rennen aus. An den Seiten, wie gesagt, stehen da noch Zuschauer. Und hier ist es den Kollegen wirklich mal gelungen, ein Rennen von Anfang bis zum Ende zu filmen. Und sowas wünschen wir uns eigentlich jeden Tag, aber das ist leider sehr, sehr schwierig. Kräfte messen, zeigen, wer mehr hat, wer mehr kann. Das ist der einzige Sinn solcher Aktionen. Die Gefahr wird von den Fahrern ignoriert. Ich halte es für sehr gefährlich. Nicht nur die Fahrer gefährden sich selbst. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, da stehen auch Zuschauer am Fahrbahnrand.
Wenn da irgendeiner die Kontrolle über das Fahrzeug verliert, möchte ich mir gar nicht ausmalen, was da alles passieren kann. In diesem Fall ist nur den Fahrern etwas passiert. 2 Punkte in Flensburg, 1 Monat Fahrverbot und 400 Euro Bußgeld. Doch wichtiger als die Strafen ist für Paul die abschreckende Wirkung. Die Cruiser sollen wissen, dass die Polizei da ist, dass die Polizei die Szene beobachtet und dass wir auch mit Videofahrzeugen immer dabei sind und sie jederzeit damit rechnen müssen, von uns videografiert und auch zur Anzeige gebracht zu werden. Dafür sind Polizisten nicht nur in Hamburg unterwegs. Illegale Rennen sind bundesweit in vielen Städten ein Problem. Berlin, das dramatische Ende eines vermeintlichen Straßenrennens. Großeinsatz für Polizei, Feuerwehr und Notärzte. 2 junge Männer sind in einem Mercedes und einem Audi durch die Stadt gejagt. Selbst mehrere rote Ampeln können sie nicht stoppen. Mit vermutlich über 100 km/h rammt der Audi-Fahrer ein anderes Fahrzeug. Der Jeep-Fahrer hatte grün, aber keine Überlebenschance. Gerichtsmediziner stellen später fest, durch den gewaltigen Aufprall sind fast alle Knochen in seinem Körper gebrochen. Linksseitig trifft sich jedes Wochenende die sogenannte Cruiser-Szene. Und wie man sieht, sind schon sehr viele da. Motorräder, Autos. Die Tankstelle ist bereits seit einigen Jahren Treffpunkt für Besitzer umgebauter Autos. Aus ganz Norddeutschland kommen sie her. Die Cruiser-Szene besteht hauptsächlich aus jungen Leuten, die gepimpte, gechippte, getunte Fahrzeuge haben, sich wöchentlich in aller Mühe treffen, um sich gegenseitig ihre Autos zu zeigen, welche Neuerungen sie eingebaut haben, aber auch, um illegale Autorennen durchzuführen, Geschwindigkeitsverstöße begehen, Burnouts zu machen und sich eben halt dort zu zeigen. Auf dem Gelände sind Zivilbeamte im Einsatz. Sie melden, wenn Autos in Gruppen den Treffpunkt verlassen. Dann besteht die Gefahr, dass ein Rennen stattfinden soll. Lippika informiert sich über die Lage. 43, 13 für den Süd 41. Wie viele Fahrzeuge schätzt du auf dem Veranstaltungsort? So ungefähr 200. Der Kommissar wartet auf Fahrer, die sich und anderen etwas beweisen wollen. Alles klar. Als mehrere Autos deutlich zu schnell und zu laut an den Beamten vorbeifahren, folgt Lippika den Wagen. Die Fahrt führt auf die A1. Hier gilt Tempo 120. Die Fahrer scheinen weder Sicherheitsabstände noch Geschwindigkeitsbegrenzungen besonders ernst zu nehmen. Er hat sich schön davor geklemmt. Die Geschwindigkeitsmessung der Polizei zeigt, dass der Fahrer mit bis zu 180 km pro Stunde unterwegs ist. Deutlich mehr als hier erlaubt. Die Beamten stoppen den Fahrer zur Kontrolle in einer Nebenstraße. Guten Abend. Die Polizei Hamburg, Liebika ist mein Name. Das ist mein Dienstausweis. Und jetzt hätte ich gerne mal Ihren Führerschein, Fahrzeugschein und Personalausweis gesehen. Am Steuer sitzt ein 23-Jähriger. Der junge Mann war gerade auf dem Cruiser-Treffen. Kommissar Lippika erklärt ihm, dass die Beamten seine schnelle Fahrt auf Video aufgezeichnet haben. Wir werden uns irgendwo zwischen 50 und 60 zu schnell wiederfinden. Sie haben mich doch provoziert. Sie ziehen auf einmal aus dem rechten Fahrstreifen vor unser Fahrzeug rüber. Ja, aber das habe ich doch erst zum Schluss gesehen. Gut, wir werden da nicht weiter darüber diskutieren oder uns unterhalten. Der Beamte wird das Video später auswerten. Das Ergebnis bekommt der Fahrer dann per Post. Dass er etwas falsch gemacht hat, findet er nicht. Sie waren ja ziemlich schnell unterwegs. Schnell? Das ist ja relativ. Du gehst Knast, lauf Knast! Andere junge Männer treffen ein. Sie scheinen den Fahrer zu kennen. Zur Cruiser-Szene gehöre er nicht, sagt er uns. Er interessiere sich für Autos, an illegalen Rennen aber würde er nicht teilnehmen. Das wird viel in den Dreck gezogen. Da gibt's natürlich die Idioten, die sich totfahren. Ich meine, wenn die jetzt in der Stadt fahren über Rot und alles, da bin ich kein Fan von. Mehr sage ich nicht dazu. Kommissar Lippika hat die Daten des Fahrers aufgenommen und beendet die Kontrolle mit einer freundlichen Ermahnung an alle Versammelten. Gut, dann fahren Sie vorsichtig und entspannt weiter, ja? Und der Rest auch, ja? Dass die Kontrolle eines Fahrers schnell zu einer Versammlung seiner Freunde führt, erleben die Beamten immer häufiger. Dass seine Kumpels auf ihn warten oder irgendwann ranfahren, ist für uns natürlich nicht gerade einfach und auch manchmal mit leichtem Risiko behaftet. Aber wir sind jetzt hier fertig und werden jetzt ganz schnell uns wieder Richtung Cruiser begeben. Mittlerweile ist es 22 Uhr. Am Treffpunkt der Szene, der Tankstelle im Hamburger Süden, herrscht beinahe Volksfeststimmung.
Mehrere hundert junge Leute stehen an den Straßenrändern. Alle warten darauf, dass etwas passiert, sagt Kommissar Geißler. Mit vielleicht noch der Aussicht auf den einen oder anderen Adrenalinkick bei einem Rennen zuzugucken oder vielleicht auch mitzufahren. Wir schauen uns ohne die Beamten um, wollen wissen, worum es bei diesen nächtlichen Treffen geht. Die meisten sind hier, um ihre Autos zu zeigen oder andere anzuschauen. Die Stimmung ist entspannt. Nur wenige wollen mit Lautstärke beeindrucken. Wir treffen Alex und Jonas mit ihren Freunden aus Hamburg. Sie erzählen uns, warum sie gerne herkommen. Ja, ein bisschen gucken, bisschen dann noch rumgehen hier, uns mit anderen Leuten unterhalten. Die anderen Autos uns ansehen, wie die aufgebaut sind. Die Gruppe interessiert sich für umgebaute Autos. Hier gibt es immer viel zu sehen und vor allem auch zu hören, sagt Alex. Da kommen die wirklich auf der Auffahrt hier raus und ja, drücken dann sozusagen aufs Gas und zeigen dann uns sozusagen, wie die Motor sich anhören. Ja. Und da sind dann Zuschauer oder was? Ja, ja, ohne Ende eigentlich auch. Da vorne an der Straße, da sind dann viele Zuschauer, sehr viele Zuschauer sogar. Und die gucken sich das noch auch alle an. Manchmal jubeln sie sogar noch. Manche wollen um jeden Preis auffallen, andere sind nur hier, um sich umzuschauen. Und es gibt noch eine Gruppe, Fahrer, die viel Geld in ihre Wagen stecken und beweisen wollen, wie schnell sie sind. Alex und Jonas wurden eben zu einem illegalen Rennen herausgefordert. Was hat der eine euch gefragt? Ob wir ein Rennen machen wollen. Das wurdet ihr gerade gefragt? Ja, das werden wir aber, sage ich mal so, auch öfters hier gefragt. Haben wir Bock auf den Battle? Es gibt Leute hier auf dem Tuning-Treff, die sehen den Tuning-Treff so an, dass es heißt, okay, pass auf, ich habe jetzt meinen getunten Wagen hier, ich mach gegen dich aber jetzt ein Rennen oder ich möchte gegen dich ein Rennen machen und so weiter und so fort. Und manche machen das, manche sehen es aber nicht ein. Um Rennen auf öffentlichen Straßen zu verhindern, ist die Polizei jedes Wochenende deutlich sichtbar anwesend. Die Gruppe aus Hamburg hat damit überhaupt kein Problem, im Gegenteil. Ich sag mal ganz ehrlich, ohne die Streifenwagen hier vor Ort wäre das ganze Tuning-Treffen eskaliert oder aus dem Ruder, wäre es aus dem Ruder gelaufen zu fahren. Wie dramatisch Kraftproben auf der Straße enden können, hat Jonas bereits im eigenen Freundeskreis erlebt. Also ein Kollege von mir ist bei einem Autorennen ums Leben gekommen, daher ist bei mir auch Autorennen ein volles Tabu drin. Dadurch mache ich das auch nicht und habe ich auch überhaupt keine Lust zu. Wie ist das passiert, wann und wo? Das ist vor 4 Jahren passiert, das ist hier in Hamburg auch gewesen. Da hat er auch auf der Straße mit einem anderen Auto, dachte er, ja komm, wir zeigen jetzt mal, was unsere Karren drauf haben. Gibt voll Gas und kracht einem voll hinten rein, weil er zur Seite weggeguckt hat und hat sich mehrfach überschlagen und ist dabei gestorben dann. Doch solange alles gut geht und keine negativen Erfahrungen gesammelt werden, steigt die Bereitschaft, immer noch ein bisschen mehr zu riskieren. Und das kann fatale Folgen haben. Die Kommissare Lippika und Geißler beobachten aus einiger Entfernung, was rund um die Tankstelle geschieht. Von Frühjahr bis Herbst sind an jedem Wochenende Beamte hier im Einsatz. Lippika informiert die Leitstelle. Ja, wir stehen ungefähr 50 Meter weg, aber außer einmal lauten Motor und einmal quietschende Reifen haben wir noch nichts gesehen. Weil die Situation am Szenetreffpunkt ruhig ist, entscheiden sich die beiden Kommissare für einen Standortwechsel. Ihr Ziel, eine Bundesstraße. Die B5 wird von vielen als Zu- und Abfahrtsstraße zum Cruisertreffen genutzt. Immer wieder gibt es Meldungen, dass hier Rennen gefahren werden. Die Beamten sind gerade auf der zweispurigen Bundesstraße unterwegs. Plötzlich sieht Lippika im Rückspiegel Scheinwerfer auf sie zurasen. Mach an, mach an, mach an. Schnell, rechts. Oh, das ist ein Rennen, das ist ein Rennen. Ein Mercedes und ein Audi R8 rasen durch die Nacht. Einer rechts überholt und einer links. Auch der Beamte gibt Gas, doch er kommt erst näher, als die Fahrzeuge vor ihm unerwartet bremsen. Der Audi und der Mercedes fahren nebeneinander und starten ihr Beschleunigungsrennen erneut. Erst einige Kilometer weiter beendet der Mercedes-Fahrer das Rennen vor einer Ampel. Die Kommissare haben sein Kennzeichen und verfolgen den Audi. Der jagt mit Tempo 200 durchs Stadtgebiet. Erst als er vor einem Blitzer bremst, kann Lippika überholen. Ich glaube, jetzt reicht's auch, ne? Ja.
Mit Blaulicht und Stoppsignal steht das Polizeifahrzeug vor dem Audi. Doch der Fahrer wendet und flieht mit Vollgas. Die Kommissare nehmen die Verfolgung auf. Gegen die über 500 PS des Sportwagens haben sie kaum eine Chance. Kommissar Geißler leitet per Funk die Fahndung ein. Michel 4 für Vera Süd 41. Vera Süd 41. Ja, Michel, wir verfolgen ein Fahrzeug auf der B5. Bergedorf in Richtung Billstedt, Höhe AS Billstedt. Nach kurzer Zeit ist klar, der Audi R8 ist entkommen. Die Beamten beenden die Verfolgung. Ja, Michel, und wir selbst brechen hier in der Höhe der Eifelstraße ab. Der kann abgefahren sein in Billstedt oder Horn. Zeit zum Durchatmen. Eine kurze Pause ist nötig. Ja, Adrenalin ist auch hier oben gerade. Ich bin ergriffen. Ja, ich bin mittendrin. Die Beamten schauen sich das Video des illegalen Rennens und der Verfolgung an. So etwas haben beide Polizisten bis heute nicht erlebt. Also so extrem nicht, nein. Also dass Fahrzeuge zu schnell fahren, auch in einem höheren Bereich zu schnell fahren und auch hin und wieder mal abhauen, ja, aber so extrem mit diesen hohen Geschwindigkeiten und auch dieses Abhauen, nein, so noch nicht. Den Beamten ärgert, dass er den Audi-Fahrer nicht stoppen konnte. Ja, sehr schade, um eben halt die Sanktion bei dem Fahrer durchzuführen. Ist aber halt so, dass ist dann eben so. Die Motorisierung des Fahrzeuges, des anderen Fahrzeuges, des R8, ist einfach höher als des unseren. Und da haben wir keine Chance. Inzwischen ist es 3 Uhr morgens. Für die Kommissare Lippika und Geißler endet ein Dienst, an den sie noch lange denken werden. Was bringt junge Männer dazu, illegale Rennen mitten in der Stadt zu fahren? Wir finden einen Insider, der bereit ist, darüber zu sprechen. Er gehört zur Raser-Szene, will anonym bleiben. Ich bin 29 Jahre, Leistungstuner. Mein Auto hat über 500 PS. Wenn die Gelegenheit sich ergibt, fahre ich gerne schnell und ich fahre auch gerne mal ein Rennen an der Ampel. Der Freund schneller Wagen gehört zur Kölner Szene. In seiner Freizeit schraubt er mit Freunden gerne an Autos, erzählt er uns. In der sogenannten Tuning-Szene ist er bekannt. Auch bei der Kölner Polizei ist er bereits mehrmals in der Innenstadt durch seine Fahrweise aktenkundig geworden. Ja, einmal dadurch, dass ich über die Ringe gefahren bin, sehr schnell und aggressiv. Darauf haben sie mich mit dem Videowagen rausgezogen. Dann habe ich einen Punkt kassiert, Geld bezahlt, das war's. Ein anderes Mal haben sie mich tatsächlich erwischt, als ich ein Rennen gefahren bin, in der Stadt. Und das wurde dann nicht mehr so witzig. Da wurde mein Auto beschlagnahmt, eine riesen Mängelliste erstellt beim TÜV und es gab dann auch tatsächlich richtig Ärger mit Fahrverbot. Nachhaltig beeindruckt haben ihn diese Konsequenzen nicht. Der Rausch der Geschwindigkeit sei größer, sagt er. Was mit ihm und anderen passiert, wenn die Motoren aufheulen, beschreibt er so. Das ist eine Sucht. Dieses Gefühl zu haben, einen anderen zu dominieren, das ist Adrenalin. Das bringt einfach Nervenkitzel. Ich glaube, das ist es, was süchtig macht, was mich süchtig macht und dieser Sucht gehe ich nach. Illegale Rennen hat er schon oft gesehen. 2 bis 3 Ampelrennen ergeben sich auch bei ihm pro Wochenende. Du fährst auch illegale Rennen. Wie findet so etwas statt? Das findet eigentlich eher so im Affekt statt. Das heißt, wenn man jetzt in der Stadt rumfährt, dann trifft man einen an der Ampel, wo man halt weiß, das Auto hat auch Leistung. Und dann guckt man einfach, wie der halt reagiert. Und dann merkt man, okay, der will sich messen, der will es ausprobieren. Dann stellt man sich so ein bisschen drauf ein und dann gibt man einfach Knallgas an der Ampel. Wie gefährlich das ist, weiß er genau. Der 29-Jährige beschreibt eine Situation, in der es fast zu einem schweren Unfall gekommen wäre. Da bin ich auch ein Rennen gefahren und in der Innenstadt mit knapp 180 in einen Tunnel reingerast. Da hatte sich aber der Verkehr zurückgestaut. Mein Glück war, es gab 2 Linksabbiegerspuren und 2 Rechtsabbiegerspuren und ich bin da genau mittendurch. Wäre da nicht diese Lücke gewesen, wäre ich mit 180 in den stehenden Verkehr reingefahren. Das wäre auf jeden Fall übel geworden. Selbst diese Erfahrung hat ihn nicht dazu gebracht, seine Fahrweise zu ändern. Dass er dabei Leben und Gesundheit anderer gefährdet, spielt keine Rolle. Wenn dann was passiert, dann würde ich mir Gedanken darum machen, was ist. Vorher ist mir das egal. Und die Betroffenen waren dann einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, ist so. Eigentlich wundert es ihn sogar, dass nicht noch mehr Unfälle wie in Berlin passieren, sagt er uns. Heute seien Autos mit viel PS gebraucht, immer billiger zu haben
und die Szene würde ständig größer. Die Kommissare Paul und Onasch sind in Hamburg auf der A1 unterwegs, als ihnen ein Wagen auffällt, der viel zu schnell fährt. Wir fahren jetzt nach Hamburg rein, aber immer noch 120 km/h zulässig. Ich messe noch mal Leitlinie an. Kommissar Paul startet die Videoaufzeichnung. Dabei wird die gefahrene Geschwindigkeit mit aufgenommen. Das Ergebnis, der Wagen ist fast 80 km/h schneller als erlaubt. 198, das war erheblich zu schnell und das muss eindeutig sanktioniert werden. Die Beamten überholen und lotsen den Fahrer zur Kontrolle auf einen Parkplatz. Am Steuer sitzt ein junger Mann. Kommissar Paul erklärt ihm, worum es geht. Wir halten Sie an, weil Sie zu schnell fahren. Ich hätte gerne mal Führerschein, Fahrzeugschein und Ausweis gesehen. Der 24-Jährige kommt aus Hamburg. Er kennt die Strecke und das Tempolimit hier. Dass er zu schnell war, weiß er auch. Wie es jetzt weitergeht, sagt ihm der Beamte. In der Höchstgeschwindigkeit haben wir Sie mit 198 gemessen. Bei erlaubten 120. Ja? Da ziehen wir noch eine Toleranz von 10 km/h. Bleiben 188, also 68 km/h zu viel. Das sind auf jeden Fall 2 Monate Fahrverbot. Paul notiert die Personalien des jungen Fahrers. Der Mann wird bald Post von der Bußgeldstelle bekommen. Mit einer teuren Nachricht. 440 Euro, 2 Monate Fahrverbot und 2 Punkte. Das ist ja eine Menge. Ja, das war auch eine hohe Geschwindigkeit. Zu Recht, genau. Und das nicht nur einmal. Ist das für Sie ein typischer Autobahnraser? Das kann man schon so sagen, ja. Wer über so eine lange Strecke so schnell fährt, das war kein Ausrutscher. Das ist für mich ein Raser, ja. Hab noch mal geguckt. Das sagt der Kommissar dem jungen Fahrer auch. Bevor er weiterfahren darf, gibt es noch ein paar deutliche Worte mit auf den Weg. Es soll ja auch einen gewissen erzieherischen Effekt haben. Man soll ja mal wissen, wie es ist, ohne Auto klarzukommen. Dass das doch Luxus ist. Die Beamten hoffen, dass der 24-Jährige seine Fahrweise ändert, bevor seine Selbstüberschätzung zu einem Unfall führt. Er weiß genau, wie er gefahren ist. Er weiß auch genau, wie schnell er gefahren ist. Und ich denke, dass er brauchte das mal, erwischt zu werden, glaube ich, um mal über sein eigenes Fahrverhalten nachzudenken. Nicht nur in Hamburg gibt es Probleme mit jungen Männern in schnellen Autos. In Köln sind 2015 bei 3 tödlichen Unfällen illegale Rennen als Ursache vermutet worden. Im März stirbt ein Fahrgast in diesem Taxi. Zeugen glauben, der Fahrer dieses Pkw ist ein Rennen gefahren, als er das Taxi mit hoher Geschwindigkeit rammt. Im Juli stirbt ein junger Mann an dieser Kreuzung, als er an einer Ampel wartet. Die Polizei ermittelt, ein 27-Jähriger war vorher mit bis zu 100 km/h durch die Stadt gerast, als er die Kontrolle über seinen Wagen verliert. Im April stirbt eine 19-jährige Fahrradfahrerin auf dem Heimweg von der Universität. Der Fahrer dieses BMW hat sich kurz vorher ein Rennen mit einem Mercedes-Fahrer geliefert. Der BMW-Fahrer verliert dabei die Kontrolle und erfasst die Studentin. In Köln wurde reagiert. Als erste Stadt in Deutschland stoppt hier eine Sondereinheit der Polizei die Raser. Ja, wir als Polizei müssen natürlich das Gefühl erwecken, dass eben auch die Polizei da ist, diese Verstöße konsequent verfolgt und dass es hier um Tote geht und Schwerverletzte, und die wir haben, die wir zu verzeichnen haben. Das versuchen wir in die Köpfe zu kriegen und wir haben die Hoffnung, dass wir das eben langfristig auch schaffen. Besonders auf den Kölner Ring, der Partymeile der Stadt, zeigen Fahrer häufig, was ihre Autos unter der Haube haben. Weil Polizei Ländersache in Deutschland ist, gibt es eine Soko-Rennen bisher nur in Köln. Andere Länder und Städte beobachten aber den Erfolg des Projektes. In der Domstadt gilt seit 2015 gegenüber der Tuning-Szene eine Null-Toleranz-Strategie. Das bedeutet, nicht nur Tempoverstöße werden geahndet, auch die Autos werden genau kontrolliert. Sogar mit dem Endoskop werden fehlende Schalldämpfer schon mal nachgewiesen. Wer sein Auto illegal laut und breit macht, hat schnell ein Problem, so wie in diesem Fall. Okay. Die Betriebserlaubnis für dieses Fahrzeug ist jetzt erloschen. Das heißt, wir stellen das Fahrzeug sicher. Ja? Dann wird er dem TÜV vorgeführt, ja? Ein Sachverständigen, und dann kriegen sie ein Gutachten, und das ist sicher.
In nur einem Jahr haben die Männer der Soko-Rennen über 200 Wagen so aus dem Verkehr gezogen und zur Begutachtung der Verkehrssicherheit geschickt. Die zu prüfen ist Aufgabe des TÜV Rheinland. Auch heute Morgen hat Reinhard Drerup wieder Autos zur Begutachtung hier. Also der fällt auf jeden Fall auf. Auch dieser Wagen wurde von der Soko-Rennen vorläufig sichergestellt. Der Verdacht, der Wagen wurde umgebaut und ist nicht mehr verkehrssicher. Im Auftrag der Polizei soll Reinhard Drerup das Fahrzeug jetzt untersuchen und ein Gutachten erstellen. So, und dann gucke ich mir die Wäscheleine an zur Befestigung des Schalldämpfers. Weil von viel mehr kann man hierbei nicht reden. Und dann stelle ich mir wieder meinen Motorradfahrer vor, der hier hinterher fährt, wenn ihm dieser Schalldämpfer entgegenkommt. Zur Begutachtung wird der Wagen genau untersucht. Drerup weiß jetzt schon, das wird hier länger dauern. Oh, da haben wir ja schon was zu tun hier an dem Auto. Vorbild des Autobesitzers, der verstorbene US-Schauspieler Paul Walker. In dessen Filmen Fast and Furious geht es immer um das Gleiche. Coole Jungs in schicken Autos. Davon ist dieser Wagen jedoch sehr weit entfernt. Der hängt nur noch an zwei oder drei Befestigungsstellen. Beim Blick unter die Motorhaube des umgebauten Kleinwagens staunt der Experte gleich wieder. Hier fehlen einige wichtige Teile komplett. Da hat man sich Platz geschaffen im Motorraum. Wo eigentlich der Luftfilterkasten sein sollte, herrscht hier gähnende Leere. Und das ist kein Zufall. Auspuff, fehlender Luftfilter. Also da hat jemand Wert drauf gelegt, den Klang seines Fahrzeugs herauszuheben, sag ich mal. In der TÜV-Halle ist heute Morgen die ganze Bandbreite des Tuning-Problems vertreten. Wenige Meter neben dem Kleinwagen wird dieser teure Mercedes begutachtet. Immer wieder zieht die Soko-Rennen solche Autos aus dem Verkehr. Der 500 PS-Wagen hat einen deutlich zu lauten Auspuff und die breiten Reifen schleifen an der Karosserie. Gutachter Drerup führt inzwischen mit einem geeichten Messgerät und im vorgeschriebenen Abstand eine Lautstärkemessung durch. 89 Dezibel darf dieser Wagen laut sein. Ja, 105,1, ja. Lärm nervt und kann zur Gefahr werden, sagt Drerup. Auch wenn es sich nur um Lautstärke handelt, ist das unglaublich gefährlich, weil weil jetzt hört er sich ganz gut an. So, geben Sie noch mal Gas. So, da macht einer neben Ihnen so auf. Also da ist der Fehler vorprogrammiert, auch bei anderen Verkehrsteilnehmern. Und da habe ich einen echt. Das kann so nicht richtig sein. Das ist nicht in Ordnung. Doch es wird noch schlimmer. Am Vorderrad ist eine Radmutter locker, weil das Gewinde kaputt ist. Ja, das ist das, was ich vermutet habe. Bei starker Kurvenfahrt kann es sich sein, dass sich das Rad löst. Das Auto darf definitiv nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen, weil, wie gesagt, halt einfach zu viele gefährliche Dinge daran sind. Am Ende der Begutachtung erstreckt sich die Liste der Mängel über zwei DIN-A4-Seiten. Dieser Wagen wird wahrscheinlich nie wieder am Straßenverkehr teilnehmen. Es ist eine Mängelliste ohne Ende. An allen Ecken und Enden Erlöschen der Betriebserlaubnis betroffen. Die Verkehrssicherheit ist explizit betroffen. Ganz gefährliches Fahrzeug an allen Stellen, wo wir gerade jetzt zum Schluss noch die Radmutter hier rausgenommen haben. Also akute Gefährdung, die davon ausgeht. Und da, wie gesagt, bin ich sehr glücklich darüber, dass die Polizei da aktiv wird und diese Fahrzeuge rauszieht. Nicht alle Autos, die die Polizei herschickt, sind so kaputt. 98% aber waren bisher verkehrsunsicher. Die voraussehen, wenn wir jemanden anhalten. Kurz darauf geht es wieder zum Dienst auf die Straße. Martin Lippiker ist mit Enrico Geisler im zivilen Videowagen der Polizei unterwegs. Die Beamten wollen zum Treffpunkt der Cruiser-Szene, als ihnen ein Auto auffällt. Der Wagen scheint sehr schnell zu sein, erlaubt ist hier jedoch nur Tempo 80. Ja, die nächste Messung. 175. Die Beamten folgen dem Auto. Der Fahrer nimmt eine Ausfahrt. An der nächsten Ampel überholt Lippiker und blockiert den Wagen. Guten Abend, Polizei Hamburg. Lippiker, einmal den Motor wieder aus. Der Grund, warum es handelt, ist Ihre Geschwindigkeit eben auf der B5. Dort sind 80 zulässig und sie waren weitaus höher, schneller als 150. Das gibt ein Bußgeld, 440 bis 600 Euro. Das gibt mindestens 2 Monate Fahrverbot, wenn nicht sogar 3. Und 2 Punkte.
Der Fahrer erklärt den Beamten, er habe es eilig, weil er vor seinem Urlaub noch sehr viel erledigen müsse. Dass er rund 80 km/h schneller war als erlaubt, sei ihm aber nicht aufgefallen. Die eilige Fahrt des Mannes bringt den Bußgeldkatalog an seine Grenzen, erklärt ihm Lippika. Nee, schlimmer kann es nicht werden, bei 71 hört es auf. 71 so schnell, sagt der Gesetzgeber, bis dahin. Wer ein Tempolimit mit mehr als 71 km/h überschreitet, muss dafür keine höhere Strafe fürchten. Bei 600 Euro Bußgeld, 3 Monaten Fahrverbot und 2 Punkten endet der Bußgeldkatalog, so wie in diesem Fall. Lippika hofft, dass das den Fahrer zum Nachdenken bringt.